Ha, ich bin der schnellste Junge der Welt. Soll ich mal ganz schnell um die Welt rennen? Soll ich es nochmal machen? Hallo Freunde. Tag 8 ist gerade vorbei, bald ist es geschafft. Und weil ich am Freitag meinen letzten Arbeitstag hatte, als FSJler, ich jetzt erstmal Urlaub habe und dann meine Schule zu Ende ist, dann meine Schule erst anfängt, habe ich von meinen Kollegen eine Zuckertüte geschenkt bekommen und erst jetzt, am Sonntag, werde ich die mal aufmachen und zwar zusammen mit euch. Ich hoffe, ihr macht mit. Wenn nicht, müsst ihr jetzt den Ausknopf drücken. Eine Federtasche. Gefüllt. Eine wunderschöne Bastelschere. Zwei Kleber, ein Kugelschreiber, ein Agenten-Todeskugelschreiber, wie ich vermute, und ein Radierstift. Sehr schön. Ohne Geschmack, grün. Ja, auf den Stift freue ich mich schon, wenn ich dann damit meine Klassenkameraden beschieße. Ein Bürolocher. Textmarker, vierfarbig. Ha! Hugo, du guckst dir meine Videos ja gar nicht an, aber Sandmännchen, Gummibärchen, erinnern die dich an was? Ein Tacker, ein Mini-Tacker. Klebestreifen, ein bisschen groß, um ihn mit in die Schule zu nehmen, wenn ich das mal sagen darf, aber trotzdem schön. Mellows, Marshmallows, Süßigkeiten-Dinger. Ein Korrekturkit habe ich eigentlich während meiner richtigen Schulzeit nie gebraucht, aber wenn ich jetzt mit Kugelschreiber schreibe, dann werde ich das vielleicht wahrscheinlich brauchen. Prospekthüllen, also quasi Folien. So eine Dinger wollte ich immer haben, weil ich finde, die helfen der Übersichtlichkeit, aber ich habe es mir nie gekauft. Jetzt habe ich gleich 80 Stück. Ein Ringblock ersetzt jeden Hefter für jedes Fach. Ein Ringblock, zack. Was sind Hefte für alle Fächer? Eine Zuckerknabberkette für die langweiligen Unterrichtsstunden. Man kann auf die Uhr gucken, jede Minute ein Essen und zack ist der Unterricht blitzschnell zu Ende. Ich fürchte, sie haben das untere Teil mit Filzstiften gefüllt, einzelnen. Und einem einzelnen Lederband. Vielleicht hat dieses Lederband doch mal die Stifte gehalten. Ein Stift ohne Kappe. Ich hoffe, die ist da noch drin. Habt ihr Kappe gefunden? Die Kippe-Kappe. Ja, das ist meine Ausbeute. Ihr könnt es nicht sehen. Ich finde es ganz schick. Auf jeden Fall sehr praktisch für die Schule. Freue ich mich. Haben sich Gedanken gemacht. Ich werde jetzt meinen Agentenstift wieder zusammensetzen und dann gehe ich ins Bett, wenn ich das Video geschnitten habe. Mein Bauscheinwerfer wird warm darum. Tschüss, Freunde, bis, naja, morgen.